Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In wenigen Tagen fängt die Adventszeit an. Eine manchmal hektische Zeit, die aber auch viel Freude mit sich bringt. Zu den schönsten Seiten dieser vorweihnachtlichen Wochen gehört sicher das Schmücken der Wohnung, vor allem natürlich mit einem Adventskranz. Ausser den fertigen Adventskranz kommen Sie bei Coop auch das Zubehör zum Selbermachen über. Strohreifen, Scheren, Flachzangen, Draht und Tannenzweige in Sorten Reinenbünd aus Nobilis, Nordmantanen oder Buchsbaum oder als gemischte Bünd, wie die Koniferen. Die gewünschten Äste zuerst auf die passende Grösse zurechtschneiden. Eine Vorbereitung, wo man ein paar zusätzliche Hände immer gut brauchen kann. Jedes einzelne Zwiegli mit dem Draht festbinden, sodass es gut sitzt und nicht mehr verrutschen kann. Innen die kleinen, außen die grösseren. Abstehende Äste unterziehen oder abschneiden. Und auch darauf schauen, dass der Kranz gleichmäßig dick und schön rund wird. Nur die Kerzen sollen später brennen. Darum bitte so befestigen, dass sie wirklich gut halten. Bewährt hat sich ein Draht, den man erhitzt, in die Kerze steckt und dann mit dem Adventskranz fest verbindet. Für zusätzliche Dekorationen empfehle ich Ihnen den neuen Christbaumschmuck in der gewohnten Coop-Exklusivqualität zum günstigen Preis. Neben den klassischen Kugeln in der traditionellen Farbe Rot, Gold und Silber sieht man dieses Jahr auch vermehrt Blau-, Frost- und zimmetfarbigen Baumschmuck. Und bei den Accessoires sind neben den Schmuckgirlanden und den traditionellen Engel Teddybären stark im Trend. So geschmückt präsentiert sich nicht nur der Adventskranz, sondern auch der Christbaum besonders farbenprächtig und festlich. Lichterketten sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Warum also nicht auch nach außen ein Zeichen setzen und die lange Winterübung in dem warmen, zauberhaften Glanz erstrahlen? Immer dabei haben bei Ihrem täglichen Einkauf bei Coop, sollten Sie Ihre persönliche GoProfit Plus Karte. Grüezi. Ich habe dann übrigens noch Karten. Wunderbar, dann profitieren Sie ja noch von diesem Angebot. Sie bekommen das Nintendo 64 mit Supergrafik, Stereosound in CD-Qualität und unglaublicher Betriebsgeschwindigkeit 100 Franken günstiger über. GoProfit Plus, vorzeigen, sofort profitieren. Weiter geht's mit unterhaltenden Spots von bekannten Marken. Ein Volltreffer von Gisi nach nur wenigen Minuten. Schauen wir im Replay. Der Messerli stürmt nach vorne. Bediente Weissbrot. Ein sauberer Pass am Bachhofen. Jetzt ein heißer Lauf am Bachhofen und... Ja! Bravo, Gisi! Mit Gisi geht's easy. Gisi Käschnitten von Gerber. Studio Line Effects by L'Oreal. Style and love for my hair. Liquid Gel. Kein Verkleben. Mousse Nuage. Keine Rückstände. Langer Halt. Studio Line Effects by L'Oreal. Style and love for my hair. Wenn Moritz seine Breckis entdeckt, gibt es für ihn keinen Halt mehr. Denn Breckis enthalten eine ausgewogene und gesunde Mischung wertvoller Zutaten und schmecken ausgezeichnet. Da kann keine Katze widerstehen. In Breckis steckt, was Katzen schmeckt. Breckis gibt's im Coop, auch in Schale und Dose. Im Stress, am Feierabend oder jetzt zum Beispiel vor den Festtagen fehlt einem doch manchmal Zeit für alles, sogar zum Posten. Ein Helfer oder eine Helferin, die einspringen könnte, das wär's. Einfach anrufen und eine Bestellung aufgeben. Alles wird besorgt und eingepackt. Und zu der gewünschten Zeit steht die Ware zum Abholen bereit. Sogar der Parkplatz ist reserviert. Die sympathischen Shopper und Shopperinnen, die einem das Posten abnehmen, gibt es bei Coop tatsächlich. Leider erst in wenigen Läden und vorläufig als Test in der Region Winterthur und Embrach. Wir hoffen, dass das Interesse für «I Shop for You» möglichst gross ist, damit wir den neuen Service in Zukunft noch weiter ausbauen können. Vorher gibt es aber noch einen anderen Service, das Rezept von der Coop-Zeitung. Präsentiert vom Küchenchef vom Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock, Armin Amrain. Und zwar ist das ein Schweinsfilet im Pastateig. Grüezi miteinander. Den Pastateig nach einem Rezept aus der Coop-Zeitung zubereiten und eine Stunde im Kühlschrank ruhen. Für die Füllung Brokkoli im Salzwasser kurz vorkochen und abkühlen. Tomaten ungeschält in Würfel schneiden, Basilikum in feine Streifen. Das Filet würzen und im heißen Öl rundum kräftig anbraten. Brokkoli und Tomaten auf dem ausgewählten Pastateig verteilen. Gut mit Salz und Pfeffer würzen und mit dem Basilikum bestreuen. Das Filet satt einrollen und die Teigränder gut andrücken. In ein Küchentuch fest einpacken, zubinden und die Filetrolle in einer Gemüsebouillon 25 bis 30 Minuten leicht köcheln. Wenn es soweit ist, das Filet in Tranchen schneiden und zusammen mit einer Tomatensauce servieren.
Das Rezept empfiehlt sich auch, wenn Gäste kommen. Ich wünsche jetzt schon viel Vergnügen. Zeit für die Aktionen. Morgen gibt es bei uns unter anderem die Arni-Festtagsmischung für 9,90 und Alaska-Seelachs-Fischstäbli von Goldstar im Duopack für 4,90. Einen dekorativen Weihnachtsstern kommen Sie über für 5 Franken. Außerdem offerieren wir Ihnen Cord-Jeans für Kids und Juniors ab 18 Franken und ein Flanellhemd ebenfalls für Kids und Juniors schon ab 12 Franken. Und im Coop-Restaurant werden Sie diese Woche verwöhnt mit Poulet Piccata und das wie immer für weniger als 10 Franken. Wenn Sie sich dafür interessieren, wo und wie die Arni-Biskuits hergestellt werden, empfehle ich Ihnen das Coop-Studio von nächster Woche. Bis dann, eine schöne Zeit, auf Wiedersehen.